Das war wie eine Explosion, also ne, das war schon sehr heftig gewesen und das hört man nicht alle Tage halt. Ne? Ein Attentäter hat am Donnerstagabend in einer Kirche der Zeugen Jehovas um sich geschossen. Gregor Miesbach wohnt gegenüber der Kirche, er wurde auf die Schüsse aufmerksam und filmte das Geschehen. Auf den Bildern ist zu sehen, wie der Schütze durch ein zuvor eingeschossenes Fenster dutzende Schüsse abgibt. Kurz darauf kommt er wieder aus der Kirche, läuft kurz über den Hof der Einrichtung, ehe er durch das Fenster zurück ins Haus steigt. Dann folgen weitere Schüsse. Hä? Wenn man sowas sieht. Ja, ich habe selber erstmal gar nicht realisiert, was da gerade genau passiert. Da habe ich das mit meinem Handy gefilmt und durch den Zoom habe ich erst festgestellt, dass da gerade jemand schießt bei den Zeugen Jehovas. Und während ich das gefilmt habe, habe ich erst realisiert, was da gerade vor sich geht. Am Anfang fand ich es noch witzig, weil ich dachte, okay, da schießt vielleicht ein Jugendlicher irgendwie mit einer Schreckschusswaffe durch die Gegend. Als ich dann realisiert habe, dass da vielleicht gerade Menschen ums Leben kommen oder schwer verletzt werden, da hatte ich schon ein Unwohlgefühl direkt vor meiner Haustür. Ein weiterer Augenzeuge berichtet. Wir haben Schüsse gehört, also ich weiß ja, wie sich Schüsse anhören und es waren irgendwie 12 durchgehende Schüsse auch und ich dachte, das wäre irgendwas auf der Baustelle hier, aber dann soll es irgendwie bei der Tankstelle oder nebenan bei den Zeugen Jehovas gewesen sein und ja genau, und dann haben wir halt ein paar Aufnahmen gemacht und gesehen halt, wie auch Menschen mit einem schwarzen Sack halt abtransportiert worden sind. Ne? Die Beamten drangen in das Gebäude ein und fanden mehrere Personen mit Schussverletzungen vor. Dann hörten sie einen Schuss aus dem oberen Stockwerk. In einem Zimmer lag ein lebloser Mann. Dabei handelt es sich womöglich um den Täter. Die Hamburger Polizei geht von einem Amoklauf aus. Medien berichten übereinstimmend von mindestens 6 Toten. Mindestens 8 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.